Hey Leute, hier ist der Phönix und wir machen weiter in Dark Souls 2. Ja, wir begeben uns auf den Weg zum nächsten DLC und dafür müssen wir hier runter. Im Wald der gefallenen Riesen, da haben wir nämlich noch was verpasst gehabt. Ui, der macht aber gut Schaden. Dafür müssen wir hier lang, auf dem Weg zum letzten Riesen. Und... Na komm. Dahin. Bei diese Feuersäulen. Dort gibt es den Schlüssel zum Eingang. Für das dritte DLC haben wir bereits den Eingang, allerdings wollte ich erstmal das hier machen, denn das dritte ist das spektakulärste, das wollte ich mir für den Schluss aufheben. Ja, seht ihr diese netten Viecher, diese Eidechsen, die sind ganz schön kräftig, die dürft ihr nicht unterschätzen. Ah. Ja. Hör auf. Nein, nicht sterben. Oh, okay, die Attacke geht durch den Schild. Na gut. Ah, ich mag die Eidechse nicht. Dafür werde ich mir noch was Bestimmtes einpacken. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit bei denen drauf zu gehen. Wir haben die zwei Katzen besiegt. Das ist so ein tolles Gefühl gewesen. Oh Leute, ich freue mich immer noch, ne? Ist immer noch derselbe Tag, ist direkt nach dem Part. Und, ich bin so euphorisiert. Das glaubt ihr kaum. Jetzt kann ich nicht mehr beleidigt werden. Und kann auch nicht mehr frustriert werden. Hoffe ich mal. Zumindest wirkt das so auf mich. Sorry. Da du bist. Wow. Da will es uns aber geben. Guck nicht so hässlich. Da du bist. Finsternis macht dir nicht so viel, ne? Oh, hängst du fest? Kannst du nichts machen? Oh, was macht sie? Das war nicht nett. Du hast mir Angst gemacht. Wow. Ganz locker. Aha. Komm doch. Ganz nix. Bist nur eine doofe Eidechse. Kommst nicht durch den Eingang. Bist zu fett. Ich hab keine Lust auf euch beide gleichzeitig im Kampf, deswegen mache ich das jetzt ganz langweilig von hier. Währenddessen singe ich doofe Sachen, die mir durch den Kopf schwirren. La 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 la. Oh nein. Die sind leer. Na gut, dann machen wir jetzt was anderes. Abstechen! Aua! So. Wo ist dieser Feuerspucker? Wo ist der Feuerspucker? Ich habe mir übrigens noch ein Level in Anpassung gegönnt. Und ein paar... Hui! Lebenssteine besorgt. Mach was. Nicht das. Das war nicht nett. Och, du doofes Eidechsen-Miststückvieh. Er springt die wieder, oder? Ja. Oh, Leute. Das geht durch den Schild. Was soll ich denn machen? Mit ihrem Auto-Aim erwischen die mich auch, wo immer ich auch bin. Gerade. Dammit. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Seelenspeer. Na wirklich, atemberaubend viel Schaden macht das ja nicht. Oh oh. Oh, da kommen noch zwei. Ah, oh, du gehst mir auf den Keks. Kollege! Woher wusstest du, wo ich hin will? Fettes, dummes Rindvieh. Nee, ich mach die jetzt mit dem Bogen platt. Die halten... Oh, nee. 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 Was mache ich nur? Oh, der Seelenspeer braucht ja eine Ewigkeit, ne? Die haben den...
Haben die den gepatcht? Kommt mir so vor. So, wo ist meine Bauge? Wo ist meine wundervolle Bauge? Da ist meine Bauge. Jetzt sind wir etwas zu schwer. Dann machen wir den weg und dann sind wir wieder leicht. Bams. Ach Mist, Giftpfeile wären jetzt ideal. Ja, ich glaube Feuerpfeile bringen nicht so viel. Zerstörungsbrustpfeile. Oh, die machen aber viel Schaden. Ich glaube, ich kann keinen Großbogen tragen. Alone Großbogen? Ne. Zweiköpfiger? Ne. Okay. Dann müssen wir es so machen. Ah, dich habe ich vergessen. Die. Die. You shall die. Hallo. Bösen, bösen Killer-Echsen. Triffst du mich hier? Ja. Sieht schwer danach aus. Ja, mein Fall passt nicht durch, aber deine fette Feuerkugel. Das ist selbstverständlich. Wir haben ja Zeit. Oh nein. Aha. Noch einer? Oh Mist. Es ist tot. So. Nächstes Echsen. Böses Ding, du. Haben wir giftige Wurfmesser? Geht doch bestimmt schneller. Erstmal mit Giftpfeilen anpieksen. Und jetzt giftiges Wurfmesser. Was macht das? Was macht es da? Das ist neu. Oh. Dick. Ah, oh, du Dickkopf. Es ist vergiftet. Oh, was? Nein, lass mich doch da durch. Bitte was? Du bist doch nicht mehr zu mir gewandt. ich weiß nicht, ob ihr das die ganze Zeit sehen wollt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal die zwei Echsen killen und dann wieder in den Part einsteigen. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ja, die Echsen sind tot und glaubt mir, das war ein richtig hässliches Unterfangen. Und jetzt können wir uns hier mal umschauen. Irgendwo hier muss der Schlüssel liegen. Geborstener roter Augapfel. Vielleicht in der Höhle der Echse. Schwerer Eisenschlüssel, da ist er. Und der Großschild des Rebellen. Okay, schön, schön. Ah, genau. Hier lang ging's. Ja, da kommt man nochmal zum Wald der gefallenen Riesen. Das untere Teil, was wir ganz am Anfang erkundet haben, da sind wir aber schon durch gewesen. Was gibt's hier oben? Oh nee, Leute. Ich habe so keine Lust. Die Dinger sind so grässlich. Kommen wir an der vorbei? Ja. Aber da ist noch eine. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Aber da liegt ein Gegenstand. Und den werden wir uns hoch auch holen. Und ich weiß auch wie. Wir ziehen den silbernen Katzenring an und lassen uns von oben darunter fallen. Ja, das geht nämlich. Direkt wenn wir die Leiter nach unten nehmen, können wir schon darauf gucken, auf das Feld. Und dann geht's nix wie schnell ins Eisen-DLC. So, Katzenring an. Wo ist er? Da. Zack.
Geschafft. Geschafft. Gegenstand. Feuerdrachenstein. Okay, das haben wir überlebt. Ah. Wow, schon wieder überlebt. Okay, da hinten ist eine Truhe, aber an die kommen wir so nicht ran. Bitte was? Da steht eine Säule, du Troll. Halt dich an die Spielregeln. Gegenstand. Falkenring. Sehr schön. So, was liegt hier? Seele eines stolzen Ritters. Okay. Eine Truhe. Aber an die kommen wir bestimmt nicht. Bitte was? Wie drehst du dich bitte? Mein werter Freund. Ja, Flammenquadring plus 1. Das hat sich nicht gelohnt. Dafür hat sich der Tod nicht gelohnt. Gut, da liegen zwar jetzt 26.000 oder 28.000 Seelen, aber die lassen wir jetzt einfach mal da liegen. Ist ja nicht mehr so viel für uns. Okay, dann können wir uns jetzt auf den Weg ins Eisen-DLC machen. Der Weg war, glaube ich, direkt hinterm Eisenkönig. Dort war so eine Säule, durch die man betätigen konnte, damit man ins DLC reinkommt. Dann gehen wir doch mal dahin. Ne, nicht Sonnenturm. Da, Egils Götze. Genau. Oh Leute, das wird ein interessantes DLC. Auch ein bisschen Backtracking. Ein Boss, der recycelt wurde. Und... Joa. Ansonsten sehr schön. Auch der letzte Boss ist sehr, sehr schön von dem DLC. Falkenring. Erhöht die Reichweite von Falken. Okay, brauchen wir nicht. So, wo ist unser Ring des Wissens? Genau. Haben wir den Klingenring nicht an? Doch, haben wir. So. Hier runter. Dann hier runter. Oh Leute, ich habe so einen Hunger. Ängste. Hey. Und ihr wart mal gefährlich. So, hier ging es die Treppe runter, in diesem Gebäude dort. Dann dürften wir schon so gut wie da sein. Ja. Hier dann. Ein Leuchtfeuer. Aber hier. Da genau. Dieses Ding dort. Okay. Ich glaube zumindest, dass es das war. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wird schon schief gehen. Oh, ich glaube, nach der Folge esse ich erstmal was. Ja, ich glaube, das ist es. Der wahre Kampf beginnt. Bereit? Oh ja. Und wie? Okay. Truhen? Nein. Hurra für Sturzangriff und dann oberhalb. What? Vision von Gefahrenzone. Versucht Nachricht. Sinnwulf voraus, aber Hinweis. Kopf voraus, aber Schwäche bald. Ja. Okay. So, ein Aufzug. Ach genau, dann lese ich noch gerade die Beschreibung vom Schlüssel vor. Der, wo ist der? Das war ein dickerer, da. Ein wie ein Schlüssel geformtes Eisenstück. Jenseits des Altars, tief im Eisenschloss und hinter einer Tür liegt jener Turm, in dem der alte Eisenkönig einst Eisen herstellen ließ. Das unfassbare Gewicht dieses Eisentrumpfs gemahnt an die unermessliche Kraft, die der Eisenkönig einstmals besaß. Ja. Und wir sind da. Das ist der Turm. Schaut's euch an. Ah, als ich hier das erste Mal reingekommen bin, war mir direkt bewusst, da, über die Kette kann man auf jeden Fall laufen. Das erinnert mich an irgendeinen Film, den ich gesehen habe.
Oh ja, tolle Aussicht. Und das ganze Gebiet dort werden wir erkunden. Ja, freut ihr euch schon? Ich schon. Aber es gibt auch sehr frustrierende Momente hier in diesem DLC, das kann ich euch sagen. Das kann ich euch sagen. Hier wird es auch sehr frustrierend. Ah, und da finden wir schon das erste neue im DLC. Schmelzerkeil. 6 Stück. So, wo haben wir die? Da. Ein in diesem Land gefertigter Eisenkeil, der den Aschegötzen zerstört. Der Aschegötze ist für Nadalia sehr wichtig, denn sie gab ihren Leib auf und vertraute ihm ihr ganzes Wesen an. Nadalia. Wer das ist, finden wir heraus. Über die Kette laufen. Boah, Leute, das sieht so gut aus, ne? Ich liebe sowas. Nein, ich bin schneller. Okay. Er nimmt eine Abkürzung. In den Tod. Nebelturm. Ein Leuchtfeuer. Das erste hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es hier gab. Aber dieses Gebiet hier arbeitet mit sehr vielen Shortcuts. Oh ja. Oh ja. Was bist du nochmal? Schmelzerkeil benutzen. Oh ja, bitte. Das sieht nicht sehr nett aus. Das sind also die Aschegötzen. Habt ihr das Flüstern gehört? Seele der Asche braut Nadalia. Ja, die lesen wir uns jetzt sofort durch. Ich guck noch gerade hier. Okay. Seele der Asche braut Nadalia. Seele. Wo ist sie denn? Ach, da unten. Seele der Asche braut Nadalia. Seele der Asche braut Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Als Nadalia in dieses Land kam, war der König, den sie suchte, verschwunden. Entmutigt gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich an die Erbstücke des alten Königs. Dies ist nur ein Fragment der Seele. Es kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Kleines Seelenfragment. Und das bedeutet, wir müssen mehrere davon sammeln. Deswegen bekommen wir hier auch mehrere Schmelzerkeile. Ich meine, es waren 12 Fragmente. Okay, wie kommen wir an den Gegenstand? Wie kommen wir da dran? Versucht springen. Ganz bestimmt nicht. Nein, da gehen wir drauf. Bestimmt fährt hier später ein Aufzug hoch. Ah, da ist der Aufzug. Gut. Jetzt können wir hier lang gehen. Okay, hier springt man runter, deswegen gehe ich erstmal die Treppe entlang. Ja, okay, hier kann man auch lang. Aber er ist hier lang. Gegenstand. Ring der Geschicklichkeit. Arme Seele. Oh. Sag bloß, der erhöht Geschicklichkeit um 5. Wo ist er? Der. Ein merkwürdig geformter Eisenring erhöht die Geschicklichkeit seines Trägers. Der alte Eisenkönig herrschte über ein großes Eisenzeitalter. Mit seiner Macht vermochte er, das Eisen nach Belieben zu formen, als gebiete er über die Kraft der Schöpfung. Muss ein starker König gewesen sein. Ja, erhöht tatsächlich die Geschicklichkeit um 5 Punkte. Also praktisch wie der Intelligenzring, den wir haben. Gut. Macht unsere Waffe aber schwächer. Also unsere Waffe skaliert mehr von der Intelligenz als von der Beweglichkeit. Na gut, dann brauchen wir die nicht. Die Beweglichkeit. Auf den Aufzug. Okay, den müssen wir anscheinend erst in Gang setzen. Versucht Zunge, aber Loch. Oh. Du Sau. Du Sau. Okay. Truhe, aber sinnlos. Ja. So, hier würde ich noch nicht runter. Ah! Nein, treff doch! Stirb! Okay, ich denke, mit den Gegnern dürfen wir klarkommen. Ach, stimmt, die haben ja auch keine Magieresistenz jetzt mehr. Das ist gut. Hört ihr das Flüstern? Hier in der Nähe ist ein Fragment der Asche braucht. Hinterhalt. Ja, dass da welche kommen, war klar. Oh Leute, die Waffe macht so gut Schaden. Autsch!
Der war nicht schlecht, Bro. Kleine orangene Blüte. Ah, den Hinterhalt meinen die. Was? Das wollte ich nicht. Bams. Rötliches Wasser. Das rötliche Wasser ist sehr gut. Ich glaube, es soll Blut darstellen. Allerdings, es heilt unsere TP und es stellt unsere Zaubereinsätze wieder her. Okay, Leiter runter. Ja, erstmal hier drum rum gucken. Ja, Tatsache, da liegt nämlich noch was. Schwarzkrautbalsam. Was auch immer das ist. Sense plus 7. Schön, schön. Über gute Waffen freut man sich doch immer. Okay. Prismasteine. Brauchen wir nicht. Hier muss irgendwo ein Teil der Aschebraut sein. Da. Nee, das ist kein Teil der Aschebraut. Das ist ein neuer Gegner. Okay, es ist ganz... Ah, wir haben es gefunden. Schnell den Schmelzerkeil reinrammen. Nein! So. Ja, von mir aus, dann gehen wir jetzt drauf. Aber es ist weg! Oh, Leute. Drei. Autsch. Autsch. Wow, machen die einen Schaden. Na komm doch. Nein, stich zu. Boah. Puh. Oh, gut, dass der da nicht reagiert hat. Angepiekt. Nicht hier. Okay. Was haben wir denn hier? Den Tod. Na gut. Ich glaube, hier bin ich in meinem Blindlauf runtergefallen. Seele der Aschebraut Nadalia. Kohleartiges Harz. Schön, schön. Und noch einer. Oh Leute, ich glaube, ich... Uah! Ich ziehe den Dagger-Ring nochmal an. Das dürfte sich prima mit dem Eisflorett kombinieren lassen. Wo ist er? Der Steinring. Da. Ach, der war direkt neben dem Ring. Tanz des Feuers. Eine neue Pyromantie. So. Sinnloser Raum. Da dann. Ah, hier geht's wieder ganz gut, oder? Oh, ich muss einen Cut setzen. So, jetzt können wir weitermachen. Ja, sieht das nicht herzallerliebst aus. Das Feuer ist aber schlecht gemacht. Das sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Leider. Was gibt's denn hier? Hallo? Oh, die sind knuffig. Guckt sie euch an. Ja. Nette Gesellen. Okay, wir müssen das Feuer da erst löschen, bevor wir weiterkommen. Ah! Ne, wir können direkt da lang. Gut, dann gucke ich aber erst noch gerade, was es auf der anderen Seite gab. Nö. Hier ging es nämlich auch noch weiter. Perfekt. Gegenstand voraus. Ah, stimmt. Die Dinger hier sollte man kaputt machen. Da sind Gegenstände drin. Ich wusste es. Tu nicht so. So, unschuldig. Bitte was? Wo hast du mich getroffen? Nein! Jetzt bin ich aus der Visierung raus. So. Zack. Deutsch Talisman. Ja, die hat man gesehen. Und das lag nicht nur an der Nachricht, die da vorlag. Okay. Sehr schön.
Und hier haben wir... Nein! Ein Seelengefäß! Leute, ich kann meine super schlechte Skalierung wieder aufheben. Beim letzten Mal habe ich mich nämlich total verskillt mit dem Hexer. Hexer ist irgendwie nichts für mich. Oh, Leute. Das ist super. Das ist so super. Oh, noch zwei. Also ich werde bei dem Eisflorett jetzt bleiben. Also bei der Skillung fürs Eisflorett. Upsala, Entschuldigung. Aber die werde ich jetzt ein bisschen optimieren können. Oh Leute, das ist so gut. Ja, ich nutze wirklich jedes einzelne Seelengefäß hier, ne? Goldfruchtbalsam. Da ist ein neuer Gegnertyp. Ein neuer... Ah! Ey! Was war das? Okay, der macht sich erstmal gut Schaden. Hau bitte nicht mit deiner Feuerwaffe zu. Zack. Angepiekst. So. Ne, Leute, bevor ihr in meiner Nähe in die Luft geht, schalte ich euch lieber aus. Die halten aber ganz schön was aus. So. Oh, Leute, ich bin so froh, dass ich die Katzen besiegt habe im Eis-DLC, ne? Das heißt, ich habe wirklich jetzt jeden Boss in Dark Souls 2 besiegt. Jetzt kann ich Dark Souls 3 anfangen. Jetzt bin ich bereit. Jetzt habe ich wirklich alles getan. Okay. Der hat doch noch gar nicht zugeschlagen. Autsch. Zack. Nicht die Truhe kaputt machen. Okay, keine Mimik. Kestus plus 8. Sehr schön, das ist eine Faustwaffe. Aber wir benutzen ja keine Faustwaffen. Okay. Nebelwand. Viel Erfolg. Dankeschön. Oh, jetzt weiß ich wieder, wer der... Ah, und ein Leuchtfeuer, sehr schön. Jetzt weiß ich wieder, wer der Boss hier war. Der Endboss. Wobei, ich würde eigentlich zwei hier als Endbosse zählen. Denn, hier warten zwei sehr epische Kämpfe. Okay. Autsch! Was war das? Ach, da vorne. Ja! Lässt er einfach mal seinen Bogen schweben. Du Sau. Glitzer-Titanit. So. Okay, dann gehen wir mal durch die Nebelwand. Haben wir das nur aktiviert, oder? Okay, irgendwas ist gestorben. Ah, der Mittelpunkt des DLCs. Ja, hierum dreht sich alles. Im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich. Und, ja, dann müssen wir doch mal gucken, dass wir alles hier in Gang gesetzt bekommen im Turm. Es ist alles ein einziger Turm. Gut. Momentan können wir nur hier weiter, glaube ich, oder? Ja. Dann gehen wir doch mal. Oh, seht ihr dieses Riesenvieh? Damit ist nicht zu spaßen. Das kann ich euch sagen. Okay, ist das Loch für irgendwas nütze? Ja, ja. Gucken wir uns hier um. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Na gut. Dann gucken. Ah, da geht's gar nicht weiter. Oh Leute, das ist eine fiese Stelle, das kann ich euch sagen. Das ist nicht schön. Steht ihr auf? Nein, ihr steht nicht auf. Okay, lauft, meine Lieben! Lauft! Lauft, 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 lauft! Ihr müsst da runterlaufen. Den Trick kenne ich nämlich noch. Oh nein, da unten müssen wir einen Schmelzerkeil einsetzen. Ach nee, da rein müssen die, in das Loch. Genau, komm! Jawohl! Oh, Gegenstand. Schimmer da Lebensstelle. Put, put, put! Nein! Du gehst da nicht raus! Du bleibst schön hier drin.
So, komm. Lauf weg. Mach schon. Mach schon. Kollege, hier geht's nicht weiter. Merkst du das nicht? Ich piek's dich an. Dankeschön. Was mit dir? Komm, geh hier durch. Kollege, ich treib dich. Da lang. Sehr schön. Und jetzt eine Feuerbombe ausrüsten. Da. Okay, hoffentlich schaffen wir das. Das hier ist wirklich hart. Autsch. Leute. Okay, das geht sowas von daneben. Sowas von in die Hose. Nein, jetzt haben wir den großen Grad besiegt bekommen. Och nee. Der spawnt nämlich immer wieder. Och, was soll das denn? Ah. Das ist eine Stelle, die ich wirklich hasse im DLC. Aber ansonsten spielt sich's eigentlich ganz schön. Also nur die Stelle hier finde ich jetzt nicht gerade so toll. Wenn man es schafft, diese Explosionsviecher da reinzulocken, dann ist es kein Problem. Beziehungsweise wenn man es schafft, die bei dem großen Typen explodieren zu lassen, ohne selber viel abzubekommen. Dann geht's. Aber, wenn die Ritter sagen, nö, nö, und dir so dazwischen punkten, ist es nicht so knülle. Glück hat man, wenn man alle fertig macht. Alle mit den Bomben erwischt, so. Alle fertig macht. So, ich glaube, man lockt die besser da rein, wenn man die anvisiert, oder? Dann schnallen die das irgendwie. Ja, Tatsache. Gehst du da rein? Ja, okay, dann benutzt das Loch. Ah. Super, das hat ja wahnsinnig viel gebracht. Benutzt den Keil. Yes. So, dann hätten wir zumindest das schon mal erledigt. Wir sind so tot. So tot. Bro. Hey, fast Bro. Komm hier hin. Och, jetzt lass mich doch. Okay, wir sind tot. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie mit dem Bogen vorher anpieksen kann. Sonst wird das hier nichts. Habe ich eigentlich schon den ersten Cut gesetzt? Ich weiß es nicht. Aquarisch. Naja, machen wir erstmal weiter. Nein, hier lang ging's. Ah, zurück. Da lang. Na. So. Rein da. Rein da. Dankeschön. So, jetzt noch die anderen da rein. Hoffentlich klappt es diesmal. Lauf! Du Schuft. Arbeite, du Knecht. Du auch, komm schon. Nicht dagegen. Ja, genau. So, da steht der Erste. Komm schon. Nein! Dammit. Och. Yes. Noch ein Fall. Jawohl. Nehmen wir den ersten schon mal weg. Kriegen wir den? Na?
Jawohl. Leg dich nicht mit mir an. Ich komme auf üble Tricks. Nein. In der Foot. Super. Und das ist der letzte. Lalalala. Ja, ich weiß, das ist gerade ein bisschen cheesy, aber was soll's. Immerhin bin ich der, der am Leben bleibt. So, den da oben müsste ich noch am besten loswerden. Aber das wird ein bisschen schwieriger. Kümmere ich mich lieber um den Großen hier jetzt erstmal. So, meine lieben Fässer. Arbeitet. Macht, was ihr am besten könnt. Auf zum Gegner. Damit ihr Explosion könnt. Bro. Och. Nein, zu früh. Ah, nicht getroffen. Oh, der eine Reichweite. Mit seinen Firebomben. Ah, falsches Fass. Oh, Kollege. Ich glaube, ich mache den ohne Bomben platt. Muss aufpassen, der. Ah, verliert Gift. Quatsch, nicht Gift. Ui, das Feuer an der Seite kann uns nämlich staggern. Nein, stirb! Sehr schön. Seele der Asche braucht Medaille. Und verloren uns gut zurück. So, Kollege. Was willst du? Willst mich flambieren? Ich bin der Phönix. Mich flambiert man nicht. Ah. Komm, zeig Köpfchen. Da. Da ist Köpfchen. Wo ist Köpfchen? Wo ist Köpfchen? Da ist Köpfchen. Flammenquarzring plus 3. Ich dachte, das geht nur bis plus 2. Okay. So, jetzt gehen wir weiter. So, jetzt dürfen wir bloß nicht drauf gehen, denn, ja. Wie ihr gesehen habt, der spawnt immer wieder, der Große. Okay. Okay. Das ist kein Problem. Uiuiuiuiui. Der Videoclip war vorbei. Nein, treff doch. Yes. Saubere Arbeit. So. Okay. Große Titanitscherbe, getrocknete Wurzel. Glitzer-Titanit und Menschenbild. So, ich muss mal kurz einen Cut setzen. Tut mir leid.